Neue Runde Hearthstone. Und zwar eine Deckformel vom Druiden. Ich kann das hier nochmal zeigen eben. Wenn man ein neues Deck macht, diese neue Funktion Deckformel, habe ich mir mal Wilde Bestien ausgewählt. Da hatte ich Pflege noch nicht. Habe ich mir eben gecraftet. Ansonsten, wie der Name schon verrät, ist es ein Biest, ein Bestien-Deck. Ne, man hat hier die Druiden drin, die sich immer in Bestien verwandeln. Und man hat noch ein bisschen die Wahl, in was für eine Bestie. Haben sie mehr Angriff, mehr Verteidigung? Haben sie zum Beispiel Ansturm oder Verstohlenheit? Hier Kruftspinne, selber eine Bestie oder ein Wildtier auf Deutsch. Man entdeckt noch andere Wildtiere. Und dann die Synergien halt. Wildläuferin gibt einem befreundeten Wildtier halt plus Leben. Dann der Ritter der Wildnis wird günstiger, wenn man ein Wildtier herbeiruft. Der gesalzte Raptor beschwört noch was. Der wilde Kämpfer hat keine direkte Synergie, aber macht die Hero Power stärker. Noch irgendwas vergessen. Ansonsten ist das ein relativ einfach zu spielendes Deck. Als Win Condition hat man noch wildes Brüllen. Wenn man halt ein paar Minions draußen hat, kann man damit einiges machen. Wundert mich gerade ein bisschen, dass hier kein geisterhafter Krabbler zum Beispiel drin ist, den ich auch nicht schlecht fände. Ich spiele jetzt mal das Standarddeck. Ich hätte dann spontan schon ein paar Ideen, wie ich das möglicherweise ändern würde, gerade mit Macht der Wildnis und so. Macht der Wildnis und mit Wildes Brüllen finde ich den geisterhaften Krabbler nicht schlecht. Vielleicht statt einer Riesenkröte sogar. Und der Dschungelpanther auf der 3 ist ganz nett, aber ja. Mal so, mal so. Gibt es verschiedene Varianten. Ich spiele die Standardvariante. Teste die mit euch gemeinsam aus. Hä? Achso, hat er irgendwie nicht richtig erstellt gerade, oder was? Hab ich nicht richtig geklickt? Nee, wählen, nicht zurück. Das ist es. Fertig. So. Man kann sich, wenn man nicht alle Karten hat, auch jeweils Alternativen vorschlagen lassen. Das finde ich aber noch nicht ganz so ausgereift. Was er so als Alternativen vorschlägt, dann... das wirkt manchmal so ein bisschen... Wo habe ich mir das angeguckt? Beim Krieger hatte ich mir das angeguckt, statt der Justiziarin, glaube ich. Und das wirkt ja nicht so wirklich als Ersatz, um diese Essenz des Decks zu behalten. Er sollte irgendwie auch sagen, tatsächlich, welche Karten essentiell sind und dann vielleicht ein paar Sachen vorschlagen. Ich fände es bei den Deckformeln auch ganz cool, wenn man sagt, okay, wenn man gegen Aggro spielt, dann eher das, wenn man gegen Control spielt, eher das. Vielleicht wäre es auch ein bisschen zu... Pflege ist ziemlich gut mit Anregen oder Wildwuchs, dass man nochmal Karten nachzieht. Ansonsten auf der 2 und 3. Pflege stellt halt so ein bisschen den Karten Nachzug sicher. Ah, da mal Wildwuchs. Spiel ich ruhig mal den Wildwuchs hier. Aber dann nächste Runde 4 Mana. Sonst schmeiße ich einfach die Riesenkröte so ein bisschen verschenkt da rein, gefühlt. Das mag ich dann doch nicht. So, dann nehme ich ruhig mal das Divine Shield raus. Ja, kommt gleich schon Ruf zu den Waffen. Das wäre ein bisschen unangenehm. Mit allem anderen komme ich im Moment ganz gut klar. Nee, mit einem Geheimnis. Ja, ist auch nicht so schlecht. Komm mal. Okay, danke. Ganz froh, dass nicht beide Messer getroffen haben. Etwas zu viel des Guten für meinen Geschmack gewesen. Jetzt wäre natürlich ein Prankenhieb ziemlich ideal gewesen. Mal gucken, ob es ein Noble Sacrifice ist. Ist es, deswegen habe ich den Angriff mal noch nicht. Nein! Der Lacker! Ich habe extra das Noble Sacrifice gespielt. Also erst die Angriff des Noble Sacrifice, damit er halt nicht
mein Dings gleich killt das, ne? Unten gerade. Das ist ja cool, das ist aber auch neu. Das ist so Flavor-Text, wie es. Das seht ihr gar nicht. Ist das. Ist das vom Deck-Tracker? Ich sehe gerade unten, ich dachte, das wäre von Hearthstone jetzt plötzlich. Ich sehe unten rechts, das muss vom Deck-Tracker dann sein. Wenn ich so Mouse-Over mache, steht solche Messer-Jongleure. Die ambitionierten Jongleure wechseln oft von Messern zu Bomben. Leider halten sie nie lange genug durch, um es auf eine Karte zu schaffen. Das kommt dann ja gar nicht, dann kommt das woanders her. Okay. Und das ist auch von Hearthstone. Sieht so ein bisschen. Das ist doch nicht von Decktracker. Irgendwas stimmt hier nicht. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen was loswerden. Langsam wird es unangenehm. Ich kriege auch viel zu sehr auf die Nase. Die Runde sieht überhaupt nicht gut aus. HP. 14 HP ist nicht so viel. Das ist der Decktracker. Ah. Elpan. Ah, schade, das finde ich ganz nett. Was steht hier? Wilder Kämpfe, pfeift mal ein kleines Lied. Vielleicht beruhigt ihn das ja. Sehr putzig. Okay, die Runde verliere ich sowas von. Der Messerwerfer hat einfach zu gut getroffen. Und jetzt, das. Elpan schreibt gerade, er freut sich, wenn der Minibot nicht mehr da ist mit Standard. Ich freue mich, weiß nicht, so ein Messerwerfer geht mir viel mehr auf den Sack, aber sowas von. Ich würde mich eigentlich lieber pflegen, indem ich ein bisschen HP dazu bekomme. Das fände ich viel pflegiger. Und das hätte ich früher gebraucht, den Prankenhieb. Autsch. Ach, ihr seht den Decktracker nicht. Sorry. Ah, jetzt. Danke für die Info von Alpine. Geht euch nichts an. Ich glaube, ich gewinne gar nicht mehr. Ich gebe mich geschlagen. War jetzt nicht so erfolgreich. Okay, ein Secret Paladin wird man nicht so schnell los. Ihr habt es so gewollt. Ich muss die Wildnis schützen. Na, Two Drops wären schon was. Ah, immerhin. Mit Wildwuchs. Wenn ich Wildwuchs rauscorne, Dschungelpanther. Schau mal. Das braucht man natürlich noch nicht. Wildes Brillen. Brüllen. Brillen. Wilde Brillen. Der Start sieht zumindest ein bisschen besser aus als vorhin. Das wilde Brüllen kann ich mir noch sparen, aber ansonsten Wildwuchs mit Coin. Hallo. Grüße.
und Anregen. Ich habe ein bisschen viele Ramp-Karten jetzt und Prankenhieb ist eigentlich noch ganz nett. Wildes Brüllen, so, hm. Autsch. Das hilft mir nicht so viel. Das ist aber nicht schlecht. Die passt auch genau rein. Der gesattelte Raptor ist da klar die beste Karte. Gleich ein bisschen Druck, wenn schon. Ah, nutze ich den Prankenhieb? Plus Hero Power? Ich glaube schon in dem Fall. Weg mit ihm. Autsch. So, einmal einfrieren reicht. Das Licht scheint auf jeden. Na, Secret. Eher nicht. Im wilden Brüllen könnte ich ihn jetzt hier mal loswerden. Ja, das passt natürlich jetzt nicht so ideal. Ich hebe mir das nochmal auf. So, aber einmal Rüstung kann ich ja mitnehmen. Autsch! Das fand ich jetzt nicht gut. Was ist das für eine Scheiße? Scheiß Flame Strike. Nein! Mein junger Drachenfalke. Jetzt habe ich kein Board, aber wildes Brüllen. Ah, ich kann zwei Karten ziehen. Drei Karten ziehen sogar. Gesattelter Raptor. Ah, das hebe ich mir doch noch auf. Habe ich gleich mehr davon. Ich frage mich, ob... So. Ja, jedes Mal, wenn ich Wildtiere herbeirufe, wird der noch günstiger. Gucken wir mal, was wir erstmal hier ziehen. Wo soll ich zuschlagen? Oh, ich bisschen Druck hier. So nicht. Immer nur die mit einem HP. Aber ich kriege ein Wildtier. Ist gar nicht schlecht. Und kostet nur 4 Mana. Kann man machen. So, King Crush jetzt hier. Hey! Auch nicht schlecht. Auch nicht so schlecht. Noch ein Wildtier?
Ja, so billig muss der jetzt auch nicht sein. Obwohl ich dann eventuell mit der Wildläuferin mal Synergien hätte. So viele Wildtiere habe ich ja sonst nicht mehr langsam. Ich habe den Tiger im Tank. So, nehme ich lieber mal Verstohlenheit. Weil... Die zwei Flamestrikes sind schon raus. So, dann ist jetzt hier nächste Runde wildes Brüllen gar nicht so verkehrt. Nein, der haut mir mal alles weg. So ein Arschloch. So ein unsympathischer Typ. Ich sag's euch. Alles ist gut, solange du wild bist. Alles ist gut, solange du wild bist. Dann wissen wir ja Bescheid. Zwei, drei, neun. Ich glaube, ich hätte ihn schon wieder killen können, oder? Natürlich wieder mal nicht aufgepasst. No. 4, 5, 11. Also diesmal passt das wenigstens genau. Aber ich habe ihn, glaube ich, eben hätte ich ihn schon killen können. Wahrscheinlich. Das fällt mir immer so mittendrin auf, wenn ich trade dann fröhlich vor mich hin. Und merke dann so, stopp mal, Moment! Da haben wir doch schon... Hätten wir schon beenden können. Gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Ne, das nicht. Komm hier, Two-Drop. 13, Schmarschmu. Grüße. Grüße. Für Druiden wäre ein alternativer Held auch mal cool. Ich verrat's niemandem. Ah, ein Secret Paladin. Wie angenehm und schön. Wer mag sie nicht? So ein schönes Deck. Ein andermal. Aber danke für den Vorschlag. Auch das noch. Natürlich ein Heldenopfer. Fick dich weg. Dich kriege ich schon noch. Du Sack. Na, ist das schon wieder ein Secret? Ein. Das ist auch schon wieder hier. Scheiße, ist das doch schon wieder. Alles ist gut, solange du wild bist. Ja, das Noble Sacrifice schon wieder. Und Wetteifern. Na dann.
4, 3 und 5, 6. Dann ist ja alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Lasst mich nachdenken. Wie gesagt, den Scheiß nicht auch noch getroffen. Okay. So, jetzt darf ich ein bisschen mitspielen. Ist das okay, ja? Danke. Nett, dass ich auch noch mal mitmachen darf. Vielen Dank dafür. Immerhin wird der Ritter der Wildnis langsam günstig. Zu den Waffen! Tja! Ups! Ah, mein Brillenglas ist rausgefallen. Ah, ich sehe nichts. Ich hasse das, meine Brille ist kaputt und das ist ein bisschen anstrengend. Ab und zu fällt das Brillenglas raus. Ich sehe doch so schon nichts mit der Brille. Mit einem Glas sehe ich nicht wirklich besser. So, jetzt gucken. Jetzt ist das schief. Na, ist wieder rausgefallen. So wird das alles nichts. Ich muss auch hier was spielen. Augenblick. 5, 4. Machen wir es mal so. Was vor mir hier liegt. Ich muss echt mal wieder die Kontaktlinsen. Ich habe jetzt ein neues Pflegemittel. Damit vertrage ich die Kontaktlinsen hoffentlich wieder besser. So. Ja, sehe ich aus wie Mr. Mobile sonst. Mit einem Monokel sozusagen. Vier Mana kostet der gute Mann noch. Das ist doch vertretbar. Ich frage mich, ob... Schilde hoch, roter Alarm. Ja, ja, zieh du ruhig mal. Wo soll ich zuschlagen? Mutter Natur schlägt zurück. Wollen wir die erstmal rausnehmen? Schilde versagen, so sieht es nicht aus. Na, so dringend muss ich die Karten noch gar nicht ziehen. Noch eine Gruftspinne. Nice. Und ich habe dann nachher genug Mana. Kann ich auch den Kernhund nehmen, der sonst nicht so sich unbedingt lohnt. Aber hier schon. Ah, ich glaube jetzt kann ich ihn langsam... Oh. Vertrauen in das Licht! Elpan hat es noch angekündigt. Elpan hat es eben noch angekündigt. Nochmal Fliege. Es tut auch langsam weh.
Hätte ich doch nicht so einen teuren nehmen sollen. Also der Prankenhieb kommt ganz gut. Ich frage mich, ob... Neun, zehn, 16. Hätte schon eigentlich von Schaden. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wenn er aufs Face geht, ne, macht er nicht. Komm, triff Sylvanas, bitte. Nice. Wie er sich ganz halt die Arsch voll Karten hier rauszieht. So ein Frechkack. Hallo, Tri. Bin kein Fan. Wo soll ich zuschlagen? So. Wer ich bin, geht euch nichts an. So, die beiden Noble Sacrifices sind immer raus. Einmal Rache wird das sein, eventuell einmal Wetteifern. Es könnte auch nicht mit mir. Das Licht beschützt mich. Okay. 7, 9. Ich verrat's niemandem. 7, 9, okay, ist langsam ein bisschen viel. Was machst du mit dem restlichen Mana? Dö. 7, 9, 10, 15 Schaden. Was tun? Wartet auf niemanden. Für die Wildnis. Ach, komm, ich mit einem HP wieder. Fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Stimmt. Ich hätte gedacht, wenn ich einen weniger habe... 7, 10, 12, 17. Ja, reicht. Fuck! Na, sowieso reicht sie eh dreimal. Ach, der Secret Paladin. Ein ewiger Favorit. Wer mag ihn nicht? Was für ein tolles Deck. Haben wir uns ganz gut zurückgespielt. Ein bisschen andere Reihenfolge gebraucht. Noch was werden können. So, noch eine Runde probieren wir mit den Bestien. Druiden. Letzte Runde für heute Abend. Letzte Runde erstmal mit dem Bestien-Druiden. Malfurion gegen Wildtier-Druide. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Na dann. Ich habe den Tiger im Tank. Da guck mal. Ein Secret Paladin. Yes. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. So, schauen wir mal, ob es ein Noble Sacrifice ist. Und es ist. Ja, runter. Schön die Schnauze halten. Ich
Überlege gerade, ob ich Pflege spiele als nächstes. Aber ich habe auch schon wildes Brüllen. Irgendwie ist das nicht so super. Eine Karte, eine tote Karte jetzt wieder. Lange Zeit. Ich habe die nur einmal im Deck. Aber im Moment kommt die ständig. Hältst es nicht aus. Leute, mal gerade schon günstiger. Da kann ich ganz gut leben. Viermal an nächste Runde. Schon wieder das Gleiche. Viel zu früh mit der göttlichen Gunst da. Nächste Noble Sacrifice. Geht die Pflege ein bisschen nach hinten los? Das nächste. Ach, es ist schon herrlich. Wer mag es nicht? Killer fragt, ob ich irgendwelche speziellen Kontaktlinsen für trockene Augen habe. Nee, ich habe eh keine weichen, ich habe harte Kontaktlinsen. Und von daher übrigt sich das mit den Weichen. Aber gut, dass es bei dir geholfen hat. Ne, bei mir ist irgendwie ein anderes Problem im Moment. Muss mal gucken. Ich frage mich, ob wird schon. Wenn es aber Face geht. Ein ruchloser Unteroffizier. Und immer noch ein Secret. Badet in Flammen. Würde ich jetzt übrigens nicht empfehlen mit diesem Baden in Flammen. Ich weiß nicht genau, wie er darauf kommt, dass das eine gute Idee wäre. Ein Rächer würde ich jetzt davon ausgehen. Könnte auch Erlösung noch sein, glaube ich. Für die Kans! Toll, 2. Ein Rächer, da ist er. Wo geht er hin? Auf den, okay. Noch ein 4-3er. Und dann kill ich den zuerst. Sonst hätte das unangenehm, wenn der mit Erlösung wiederkommen würde. Na, ist gar keine Erlösung. Das war's. Wetteifer? Ja. Ja. Wetteifer ist auch sehr gut, wenn man nur noch einen stehen hat. Draußen bimmeln die Glocken zum Streamende. Wer ich bin, geht euch nichts an. Der mysteriöse Ritter, moin. Ach, der Secret Paladin. Schon mal was in dem Spiel? Habe ich beide. Nope. Wenn man direkt zwei hintereinander trifft. Bin gar nicht ganz sicher mit dem Noble Sacrifice. Ob das jetzt in der Runde war oder in der anderen.
für die Wildnis. Einmal Erlösung. Wetteifer, genau. 3, 4. Insgesamt geht das aber noch einigermaßen. 16 HP habe ich noch. Langsam gehen ihm seine scheiß Karten aus. Ein wilder Kämpfer wäre jetzt nicht so schlecht. Oh, langsam. Malorn. Ne, zu teuer. Ich habe ja noch Karten. Lieber noch eine Gruftspinne mehr. Wo soll ich zuschlagen? Und nehme einen von denen raus. Mit Spott gar nicht verkehrt. Ah, Segen der Könige. Na, vielen Dank. Ja, einen Prankenhund habe ich leider nicht mehr. Fünfzehn HP. Na dann. 4, 8, 10. Ich möchte jetzt mal ein gutes Board kriegen. Solange du wild bist. Das war's. Ist mir alles ein bisschen zu knapp hier. Melde mich zum Dienst. Hallo, Fab. Nicht so gut. Zwei HP noch, hervorragend. Tja, das sieht jetzt wieder ein bisschen blöde aus. Beziehungsweise war es das halt schon wieder. Vierzehn Schaden kann ich ihn machen, was zu wenig ist. Leider. Und ich habe nur noch 3 HP. Knapp war es. Hätte noch was werden können. Na, ohne die Starkheit, wenn er was Schwaches gezogen hätte vielleicht. Aber auch selbst dann wäre es ziemlich knapp geworden. Bis unmöglich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Na, jetzt hätte ich ihn gebraucht. Irgendwas ziehen können, was mir noch was gebracht hätte? Wahrscheinlich sogar nicht mal. Na. Hat er gut gespielt. Der Secret Paladin. Hervorragend seine Da ist wohl keiner böse, wenn der Standardformat kommt und der Secret Paladin bisschen zusammengefaltet wird. Man wird ihn wahrscheinlich immer noch spielen können, aber ganz so anstrengend wie im Moment wird er nicht mehr sein. Ja, bisschen was ausprobiert von den Decks. Der Reno Jackson war, ist ziemlich gut. Mein Paladin, weiß nicht, warum er so heißt. Der Drachenpaladin ist so mittel. Meister der Schatten auch. Wilde Bestien ist auch ganz nett. Aber man merkt schon noch ein bisschen Unterschied zu, sage ich mal, den richtig starken Decks wie dem Secret Paladin. Aber Spaß macht es ja trotzdem. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Ich werde demnächst, wenn euch das gefallen hat, noch weitere Deck-Formel-Decks einfach ausprobieren, damit man ein bisschen sehen kann, wie stark sind die, wie spielen die sich.
Es hängt ein bisschen vom Matchup natürlich ab, das kann man alles nicht simulieren, aber so ein Gefühl dafür bekommen, finde ich immer ganz nett. Ich hoffe, ihr schaut nächstes Mal wieder rein beim Hearthstone-Stream oder eben bei Hearthstone auf YouTube oder eben bei meinen anderen Sachen. Dota, Martin spielt, gibt genug zu gucken. Und wenn euch das alles gefällt, hoffe ich, dass ihr mich auch gerne unterstützt, indem ihr zum Beispiel Adblock aushabt auf YouTube und auf Twitch oder auch sowas wie ein Twitch-Abo oder ein Patreon in Betracht zieht. Da freue ich mich immer drüber. Ansonsten erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und euch noch einen schönen Abend. Bis dann.